Auch die längst ausgestorbenen Tarkatana sind zurück. Shao Kahn wird sie suchen. Er ist auf ihre Macht angewiesen. Kotals Speer haben Tarkatana-Krieger zu Kaitins verlorenem Schwarm zurückverfolgt, der Heimat Devoras. Da sie an Shao Kahns Flucht beteiligt war, fangen wir dort an. Berichte, was du erfahren hast. Ich muss mich mit den Götterältesten beraten. Wann geht's los? Auf dich warten andere Pflichten, Prinzessin. Gewinne Königin Shivas Unterstützung. Sie ist entscheidend beim Kampf gegen Kronika und Shao Kahn. Sicher kannst du. Königin Shiva vertraut mir nicht. Seit meinem Kampf mit Goro tut das kein Shokan. Shiva war deine Meinung stets am wichtigsten. Erfährt sie, dass du Kotal unterstützt, schließt sie sich uns an. Oder sie stirbt. Wenn es meine Pflicht so verlangt. Danke, Prinzessin. Hätt's auch Nein sagen können. Bist du meine Freundin oder seine Gefährtin? Das war meine Idee, Kitana. Es ist in deinem Interesse. Wenn du bei Shiva Erfolg hast, wird die Kotal seine Treue schwören. Für Oshtek wie ihn gibt es keine heiligeren Bande. Ich erinnere mich, wie wir alleine so ausritten. Als Khan der Außenwelt veränderte sich mein Leben. Du dich zum Glück aber nicht. Du hast dich wirklich nicht sehr verändert in all diesen Jahren. Du bist immer noch der edle Krieger, den ich an Shao Kahns Hof kennengelernt habe. Nun bist du Khan. Erstaunlich, dass bisher noch keine Frau deine Königin geworden ist. Doch, 13 sind alle tot. Waren lecker. Viele haben es versucht. Und sie sind gescheitert? Wieso? Sie waren nicht du. Oh. Frische Spuren führen zum Schwarm. Wenn Shao Kahn dort drin ist, wird er schwer zu finden sein. Die Tunnel sind endlos. Setzt sie in Brand. Wenn er sich versteckt, räuchern wir ihn aus. Kotal, wir wissen nicht, wer noch da drin ist. Oder was drin ist? Scheiße, hat das viel Speed drauf. Einschlag gekillt. Göttern, ist es wahr? Das ist aus mir geworden. Deine Loyalität zu Kitana ist schuld. Sie führte direkt zu unserem Tod. Dann ist es eben so. Ich würde Kitanas Freundschaft mit nichts tauschen. Wie jämmerlich, dass du die Versklavung wählst. Sie und ich kämpfen Seite an Seite gegen Shao Kahn. Seine Tyrannei darf nicht andauern. Okay. Na dann. Doings. Scheiße, ich sag das nochmal. Nee. Au! Nein! Ja, das geht auch. Ah, das war der. War der? Und dann war das! Ha! Die Herausforderung ist zu groß. Was ist denn nochmal, verdammte Hacke? Patsch, patsch! Bitch Slap! Aber so richtig! Moment, jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken. Nee, das war der nicht. Lohnanhan Nitro-Tritt? Ah, okay, auch gut. Rasieren Verlockung? Ach, die hat den gar nicht.
Und ich wundere mich schon, warum funktioniert denn das nicht mit dem Bo-Stab? Moment. Au. Ah, nicht durch den Arsch! Au! Okay. Jetzt ist aber mal Schicht im Schacht! Wenn wir zu einem höheren Zweck berufen werden, müssen wir... Ordner! Kuttaka! Gesundheit! Du wirst für deinen Verrat bluten, Devorah. Diese hier sorgt für das Überleben des Schwarms. Aua! Du solltest lieber fliehen, Devorah. Kultel gehört mir. Fight. Aufs Maul! Du scheiß blöde Ziege! Au! Doinks! Nicht genug. Moment. Daneben. Zum Glück. Für mich. Einen Moment lang war ich bei. Boing. Platz. Hey. Au, au. Ii. Und setzen wir noch einen nach. Willst du überleben? Sag uns, wo wir Shao Kahn finden. Pass auf, das Vieh könnte austreten. Geister meiner Vergangenheit. Devorah sagt die Wahrheit. Wir sind in Unterzahl. Gib mir ein paar deiner besten Soldaten. Wir werden unbemerkt das Lager infiltrieren und Shao Kahn suchen. Dein Vorschlag ist riskant. Aber lustig. Natürlich ist er das. Vor allen Dingen, es merkt kein Schwein. Wie viel sind sie? 5 Mann? Gegen eine ganze Horde? Alter Hakaka. Nein. Parga. Schon in Ordnung. Parga, nein. Wir werden dir nichts tun. Neti, Otono Korak. Wir suchen nach Shao Kahn. Shao Kahn? Bagdere Shao Kahn. Ups.
Ja, war wohl nix. Genau, reitet weg, flieht, ihr Narren. Nutzt du immer noch andere aus, um in eine andere Liga aufzusteigen? Ich bin in meiner Liga angekommen, Jay. Na dann. Haha. Genau. Ersten Treffer gehört mir. Au, die nächsten 20 hier. Dong. Da, sag mal. Geht's noch? Wollte nur an diesen abgefuckten. Da wollte ich hin! Hab ich dich! Schlag nur keine Wurzel. Los, komm her! Schnauze! So. Ja. Angst und Respekt sind grundverschiedene Dinge. Boah, das war jetzt zwar überhaupt nicht spektakulär, aber egal. Stellt sie auf, richtet sie hin. Oh nein. Das ist nicht richtig. Kotl, das ist grausam. Viele bekämpften uns nicht. Es sind Kinder. Du vergisst,
dass sie sich früher Melinas Rebellion gegen mich angeschlossen haben. Das sind nicht dieselben Takatana, Kotl. Ein besserer Khan würde ihnen die Hand reichen, anstatt sie hinzurichten. Oh oh. Fight! Jetzt gibt's zwischen den beiden ein aufs Maul. Na dann. Au, au. Ei, ei, ei. Sag mal. Schnauze voll, du Pissnelke. Da, hörst du auf, dich zu heilen? Oh. Jetzt zieh ich den Joker bis zum Arsch! Lass dir Zeit beim Aufstehen. So. Ja! Hörst du auf, dich zu heilen? Das ist scheiße! Kling, klong, ding, dong! Ding, dong, die Ex ist tot, die Ex ist tot! Tschüss! Gute Nacht! Dein Herz ist kalt geworden, Kotl. Oh nein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Ältesten sind gleich kaputt. Es ist zu spät. Der Tod der Götterältesten ist deine Schuld, Raiden. Deine Taten haben Kronikas goldenes Gleichgewicht von Licht und Dunkel unwiderruflich verändert. Shinnoks Enthauptung hat es besiegelt. Du bist der Inbegriff der Tugend. Du solltest das Böse bekämpfen. Ich befolge den Willen meiner Mutter. Kronika hat dich hervorgebracht. Wie auch meinen Bruder. Shinnok, das Dunkel zu meinem Licht. Die Natur verlangt einen Ausgleich. Gleichgewicht ist Perfektion. Du bist aus deiner Rolle gefallen und hast dieses Gleichgewicht unmöglich gemacht. Deshalb gibt es in der neuen Ära keinen Platz für dich. Du wirst nicht obsiegen. Kotl Kahn wurde gefangen genommen, Raiden. Die vereinten Kräfte der Außenwelt und des Unterreichs werden deine Truppen in Schach halten. Während meine Mutter ihr Werk vollendet. Unterschätze die Kämpfe des Erdenreichs bloß nicht. Du warst zu Recht angetan von diesen Sterblichen. Sie waren gute Seelen. Bis sie starben.